So, okay. Jetzt kommt zu einem neuen Anwendungsfall, und zwar, wofür man die Portale einsetzen kann, ist zum Beispiel für Room over Room. Dazu gehen wir wieder in unsere Map rein. Löschen einmal alles. Brauchen wir alles nicht mehr. Du kannst auch weg. Und jetzt muss man sich die Räume praktisch immer wie Blaupausen vorstellen. Heißt also, man hat immer pro Etage ein Blatt Papier, wo man die Räume für die Etage aufzeichnet. Und für die mehreren Etagen gibt es mehrere Blaupausen, die man dann übereinander legen kann. Oder aber auch nebeneinander legen kann, je nachdem, wie man das Ganze betrachtet. Und genau das kommt hier nämlich zum Tragen. Wenn wir verschiedene Blaupausen für die verschiedenen Etagen haben, dann packen wir sie hier in dem Editor nebeneinander. Weil übereinander kann man ja keine Sachen legen. Es ist ja alles immer nur zweidimensional. Deswegen nebeneinander. So, bei uns hat jede Etage genau einen Raum. So, das heißt also, oder wir machen eine etwas komplexere Etage. Es geht dabei nur ums Verständnis allgemein. So, wir haben hier einmal unser Treppenhaus. Neben dem Treppenhaus haben wir hier unser Arbeitszimmer. Machen wir richtig hier. So. Dann haben wir hier noch eine kleine Küche. Und Bad und diese Geilwand alles. Und noch in der Cafeteria. Also sowas wie so ein ja, Empfangsraum. Oh, warte, ist ja letztendlich doch egal. So, jeder Raum braucht natürlich noch eine Verbindung. Das Sekretariat soll davon erkennbar sein. Das heißt, hat einen sehr großen Eingang. Die Küche hat einen eher kleineren Eingang. Reicht der aus? Man sollte aber später durchpassen. Also lieber 32. Und der Arbeitsraum braucht auch nur einen kleinen Raum, um reinzugehen. Und dann sind die beiden noch. Nee, die sind nicht miteinander verbunden. So, das ist erstmal die Blaupause für eine Etage. Ne? Man kann also jetzt hier. Oh, ist doch ein bisschen sehr eng. Doch ein bisschen eng geworden. Machen wir das Ganze mal ein bisschen größer hier. Den Raum machen wir mal lieber weg hier. Bam. So. Gut, jetzt haben wir hier einen besseren Übergang. Einmal 48. Nochmal 48. Und hier sowieso ganz bei der Eingang. So. Jetzt haben wir hier unsere Übergänge, können hier schon durch. Und haben hier unseren Startpunkt. So. Speichern wir das Ganze und probieren es erstmal aus. Am besten, damit es noch ein bisschen immer schneller geht, können wir gleich in die Map rein. So, hier haben wir unser Arbeitszimmer, hier unsere kleine Küche und hier abgetrennt ist dann so ein kleiner Raum, wo dann die Sekretärin sitzt und das für jede Etage. So, und hier sind dann praktisch dann die Treppen, wo man dann praktisch hoch oder runter kann. So, das heißt, hier kommen die Treppen. Und bei der Blaupause, das ist immer schön als Kreis dargestellt. Genauso werden wir das auch machen. Wir werden aber, um es jetzt erstmal einfach zu halten, das Ganze als eckige Treppen bauen. Heißt also, wir haben hier unsere Treppe, die dann ein bisschen hoch geht. Die dann da so. Und hier wieder rangeht. Nur halt als Windschutz, die dabei halt von einer Etage hoch geht in die nächste. Also von euch aus gesehen, wenn das jetzt der Raum ist, geht die Etage natürlich, die Treppe natürlich nicht so, sondern geht dabei hoch. Macht Sinn. So, dann kommt das Ganze nachher.
RAM, so passt das jetzt mit 64, ein bisschen. Komm, reicht doch, er reicht doch eigentlich aus mit 64. Man muss ja nicht zu breit bauen. So, 64, nein. Perfekt. So, und hier auch wieder 64, perfekt. So, das ist jetzt unsere Treppe. Die geht hier in die nächste Etage. Und damit sie höher werden kann, brauchen wir natürlich Stufen. Die machen wir jetzt rein. So, perfekt, da war Stufen. So, da, das weiß ich, kann man hier mal ein bisschen kleiner machen. Oh, gehen wir links hoch oder rechts hoch? Wir gehen mal hier hoch. Das muss noch her. Also, wir machen es mal ein bisschen professioneller. Das. Und das Wichtige natürlich, was wir vergessen haben, wir brauchen natürlich noch eine Grenze zwischen die beiden Etagen. Das wird dann später wichtig. Heißt also, das hier ist der Bereich, der hochgeht. Und hier an der Grenze kommt man dann auf die nächste Etage, wo man hier weiter hochgeht, um in die Etage reinzukommen. Beziehungsweise, wenn man von der Etage guckt, geht es hier natürlich runter. Und dann hier zur nächsten Etage, wo es weiter runter geht, in die Etage rein. So. Jetzt haben wir hier erstmal schön. Nein, wir wollen das hier alles markieren. So. Das ist jetzt höher. Noch höher. Noch höher. Noch höher. Noch höher. Höher. Ist das so von der Höhe? Ja, doch, reicht. Jo, perfekt. So, das wär's von der Seite und von der anderen Seite, wie gesagt, genau das gleiche. Nur geht's hier natürlich dann nicht nach oben, sondern halt nach unten. So, das hier sind an sich erstmal die Grundrisse für eine Etage. Man sieht, hier geht es hoch in die nächste Etage nach oben und hier geht es runter. So, doch jetzt ist die Frage, wenn man hier hoch geht, steht da vor einer Wand. Natürlich muss hier dann der Ort sein, wo man dann praktisch in die nächste Etage reingeht und dann wieder nach oben zu gehen. Das geht hier ganz gut, man sieht ja, wenn man hier hoch geht und weiter geht. Wo man hier natürlich automatisch wieder zurückgesetzt wird in seine Höhe. Wenn man also von hier oben kommt, Bug wird dann automatisch in die Höhe gesetzt. Das geht natürlich im Spiel nicht, vor allen Dingen, wie man sieht, man bleibt immer in der gleichen Etage. Man wird halt nur immer wieder zurückgesetzt. Man muss also praktisch, wenn man jetzt hier mehrere Räume hat, wir nehmen jetzt mal die Räume, das alles. Wir haben, also wir brauchen noch eine Etagennummer, damit man sieht, in welcher Etage man ist. Das machen wir am besten. Hier schön in der Mitte haben wir eine kleine Anzeige. Das mache ich mal als digitale Anzeige, wo es dann einfacher zu sehen ist. Und auch einfacher zu bearbeiten. Und sowieso alles und noch mehr. Mal ein bisschen feiner machen. So. Dann, jetzt haben wir hier eine schöne digitale Anzeige. So, das wird dann der Indikator, in welcher Etage man ist, damit man auch wirklich merkt, dass man weiter hoch geht. Das ist jetzt die blaue Pause für eine Etage.
Die kopieren wir uns jetzt, weil wir haben mehrere Etagen. Machen wir mal alle hier so schön. Wir machen mal 6 Etagen. Sollte erstmal für den Anfang reichen. Na, es ist doch nicht so schön geworden, alles ein bisschen kreuz und quer, egal. So. Aha, ich habe noch was vergessen. Und zwar, wichtig ist ja, wenn man jetzt hier reingeht, kommt nämlich jetzt praktisch der Teleporter ins Spiel. Heißt also, wir setzen jetzt hier einen Teleporter hin, der uns dann in die nächste Etage reinbeamt. Wie man das macht, ist eigentlich relativ easy. Wir setzen einfach wieder eine Linie. Padam. Die setzen wir am besten mal hier hin. Weil die Teleporter arbeiten ja so, dass sie praktisch immer dann reagieren, wenn wir sie überqueren. Das heißt also, damit wir sie überqueren können, brauchen wir dahinter Platz, um dahin gehen zu können. Denn wenn die Linie selber eine Wand ist, dann kommen wir zwar an die Linie ran, können die aber nicht überqueren. Und dementsprechend brauchen wir dahinter halt immer ein bisschen Luft. Und deswegen kommt die Linie halt ein bisschen weiter nach vorne. Und hier kommt jetzt die Linie für die andere Seite. Bam, das sind jetzt erstmal nur Linien. Die haben hier selber erstmal keine Auswirkung. Man sieht ja, hier, da ist eine Linie. Die hat raumtechnisch erstmal keine Auswirkung. So. Und jetzt können wir das ganze Konstrukt kopieren. Ich kopiere es aber jetzt einfach immer übereinander. So, das mal hier schön. Ich glaube, wir machen 4 Etagen. Reicht vollkommen aus. Ist ja nur erstmal zum Demonstrieren. So. Jetzt gehen wir rein. Die Etage, wo wir sind, ist die Etage 0. Die nächste Etage ist dann Etage, also immer Partit Obergeschoss 0, weil ist ja Erdgeschoss. Erstes Obergeschoss. Boah. Zweites Obergeschoss und drittes Obergeschoss haben wir. So, da machen wir jetzt erstmal schön Farbe, die man gut sieht. Haben wir es hier auch an der Decke. Sehr schön. So, jetzt wissen wir also genau, in welcher Etage wir mal sind. Damit wir auch sehen können, dass wir uns bewegen. So. Vor allen Dingen halt im echten Leben, damit man weiß, in welcher Etage man gerade ist. Man kennt ja bei einem Hochhaus mit 90 Stöckern. Wenn man da 80 Stöcker gelaufen ist, dann weiß man nicht mehr, ob man jetzt am 80. oder am 81. Stock ist. Oder ob man sich überhaupt noch auf der Erde befindet. Gut. Jetzt kommt das Technische. Wir haben also hier unsere Räume. Wenn wir hier hochgehen, wollen wir an der Stelle hier hingebeamt werden, damit wir dann hier weiter hochgehen können. Und so weiter und so fort. Und genau das machen wir jetzt mit dem Teleporter. Wir sagen also, das hier ist die Linie 1. Und diese Linie ist natürlich ein Teleporter. Und zwar der uns zur Linie 2 teleportiert. So. Dieser habe ich jetzt noch richtig genommen? Ja doch, genau. Wenn wir also hier reingehen, soll er uns zu dieser Linie schicken. Das hier ist dann also der Teleporter 2, also die Linie 2. Und der soll uns natürlich dann aber auch irgendwann später wieder zurückschicken. Sprich also zu Linie 1. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich bei dem anderen das richtig gemacht habe. Gehen wir hier nochmal rein. Doch, habe ich. Genau, das ist Nummer 1 und schickt uns Nummer 2. Genau, doch, habe ich. Okay. Teleporter, da. Da. Genau, Teleporter. Gut. So. Jetzt gehen wir also dann hier raus und gehen in die nächste Etage, in Etage 1 und gehen hier weiter nach oben. Bap heißt also, das hier ist die Linie 3. Ist auch wieder ein Teleporter und schickt uns zur Linie 4.
So, diese Linie 4 ist dann damit hier. Und wenn wir die wieder überqueren, weil wir runtergehen, dann gehen wir natürlich als Teleporter wieder zur Linie 3 zurück. Achso, falsche Linie. Das da. Genau. Tagelinie 3. Teleporter. So. Wenn wir dann hier rausgehen, wieder genau das gleiche. Wir gehen nach hier oben. Achso, anklicken brauche ich nicht. So. Rechtsklick reicht aus. Das ist dann die Linie 5. Und das ist natürlich, man ahnt es bereits, ein Teleporter zu dieser imaginären Linie 6. Teleporter. So. Und dieser schickt uns dann halt zur Linie 6, was diese Linie ist. Special. Achso, erstmal hier noch setzen. Linie 6, bevor wir es vergessen. Teleporter. 156. Und die schickt uns natürlich dann zurück, wenn wir diese Linie überkreuzen würden, wieder nach unten. Teleporter. So. Jetzt merkt man natürlich, okay, bei der dritten Etage gibt es keinen weiter nach oben. Das heißt also, wir können diese ganzen Sektoren hier allesamt löschen. Bam. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn man ganz unten ist. Weiter nach unten geht es natürlich nicht. Wir können also das hier auch alles komplett entfernen. So. Jetzt haben wir folgendes Szenario. Wir gehen hier. Bam. Auf Linie gehen. Und aha, wir werden also nach oben teleportiert, nach da. So, also gehen wir dann hier weiter. Und werden nach oben teleportiert. Und gehen dann hier weiter. Und werden weiter nach oben teleportiert. Und hier geht es nicht weiter, weil da ist zu Ende, wir sind da ganz oben angekommen. Da brauchen wir übrigens wahrscheinlich noch eine Textur. Ja, brauchen wir. Brauchen wir sowieso überall noch eine Textur, fällt mir gerade auf. Oha, müssen wir alles manuell auswählen. So, das hier brauchen wir nicht, weil das wird man später nicht sehen, weil man hat ja hier diesen Teleporter. Das heißt also, wir gucken hier in die nächste Etage rein. Dementsprechend brauchen wir das da nicht, aber wir brauchen halt hier überall alles. So, dann kommen wir hier rauf. Nein. Du natürlich nicht. So, okay. Eigentlich haben wir nur 4 Etagen gemacht und nicht 6 Etagen. Das ist ja hier Krampfarbeit. Hoffentlich werde ich dafür bezahlt. Alter. So, okay, dann haben wir alles. Können wir jetzt überall auswählen. Und zwar nehmen wir überall eine schön passende Textur. Why not? So. Wobei wir mal für die Dinger hier mal eine etwas andere Textur nehmen. Die sieht doch ein bisschen behindert aus hier. Da nehmen wir mal doch lieber die richtige
Oder eine Textur, die uns sagt, hier geht es nicht weiter. Sowas hier zum Beispiel. Ah, da sieht man, okay, da könnte was sein, ist aber nicht eingebaut, weil da geht es nicht weiter. Mal ein bisschen technisch bleiben hier. So. Und jetzt, wenn man hier ganz oben ist, gehen wir dann natürlich auch hier wieder runter. Bap, man wird also mal wieder rückwärts teleportiert. Das Ganze probieren wir jetzt mal aus. Wir haben gespeichert. Und jetzt haben wir hier unseren Raum. Wir sind in der Null. Gehen nach hier oben. Und jetzt fällt uns was auf. Wir haben ein kleines Problem. Also wir haben zwei Probleme. Wir erreichen den Teleporter hier gerade gar nicht. Fällt mir gerade auf. Mal mal gucken. Vielleicht haben wir es zu nah gebaut. Das kann natürlich sein. Das wäre natürlich nicht schön. Und wir können einfach, klar, wir können einfach nur nicht laufen. So, und zwar haben wir jetzt das Problem, wenn wir jetzt hier hochlaufen, werden wir zwar zu einem anderen teleportiert, aber schaut mal, wo wir sind. Wir sind über unserer Etage. Und bei dem anderen würden wir da drunter rauskommen. Das heißt also, wenn wir hier stehen, gucken wir runter. Wir wollen aber natürlich, dass dieser Raum auf der Höhe, also dass der Ausgang hier auf der Höhe ist wie der Eingang. Jetzt könnten wir natürlich sagen, okay, wir schieben das ganze Gebilde einfach ein bisschen weiter hoch und das Ding noch höher und die dritte Etage ganz hoch. Dann hätten wir es praktisch so praktisch übereinander, aber halt immer noch, also übereinander, aber halt immer noch nebeneinander, so geschichtet. Müssen wir aber nicht, sondern, und das ist das, was ich euch letztens sagen wollte, wir können sagen, wenn wir auf die Eigenschaften gehen, bam, 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 bam. Er soll uns nicht einfach so teleportieren, sondern er soll dabei die Höhe der Teleporter mit berücksichtigen. Er soll also praktisch nicht nur unsere Blicke ablenken, sondern auch nach oben und unten verzerren und soll dabei als Orientierung immer den Boden nehmen. Und genau das können wir hier sagen. Also erstmal wieder, damit wir sehen, was wir überhaupt machen. So, jetzt sehen wir hier, was wir machen. Hier unten. Anker. Da können wir sagen, er soll den Boden immer als Anker benutzen. Und was das heißt, ist folgendes. Wenn wir jetzt hier reingehen, ist hier der Portal. Das Portal. Das heißt also, wenn wir jetzt hier rüber gebeamt werden, unsere Blicke, dann wird er diesen Raum optisch gesehen nach oben verzerren, sodass für uns es aussieht, wie als wenn das auf der gleichen Höhe wäre wie das hier. Können wir ganz einfach probieren. Tada. Wir sind... wesentlich weiter oben als das, was wir hier sehen können. Aber dadurch, dass unser Blick praktisch nicht nur versetzt wird, sondern dabei auch nach unten verschoben wird, sieht es für uns so aus, wie als wenn das, was unten wäre, auf einmal wieder auf unserer Höhe ist. Und genau das bedeutet dieser Anker. Kann man das kurz gucken. So, ja. Wenn unsere Blicke hier reingehen, guckt er, wo ist er im Vergleich zu dem Anker. Der Anker ist ja immer, haben wir gesagt, der Anker ist der Fußboden. Wenn also unsere Blicke hier reingehen, guckt er, wie hoch ist der Blick im Vergleich zu dem Anker. Er geht also hier rein und hat hier eine Höhe von 1,5 Steinen. Nehme ich das einfach mal so als Bezugspunkt. Dann geht er, hier kommt unser Blick raus, und zwar im Vergleich zum Anker. Auch wieder bei 1,5 Stein, also auch wieder hier. Und damit, obwohl wir hier viel weiter oben sind als hier unten, gehen unsere Blicke hier gerade rein und hier unten kommen sie gerade wieder raus. Es sieht also so aus, als wäre das hier auf gleicher Höhe wie das da oben. Und das ist das, was mit dem Anker gemeint wird. So, und jetzt haben wir noch ein zweites Problem. Wir haben ja gesehen, wir sehen zwar den anderen Raum, wir können aber nicht reingehen.
Das liegt an der vorhin angesprochenen Problematik. Wir können zwar hier die Linie sehen, aber wir kommen nicht durch, weil hinter zu wenig Platz ist. Das heißt also, wir bräuchten hinter mehr Platz, damit wir die Linie wirklich passieren können. Weil, nochmal, um den Teleporter auszulösen, müssen wir über den Teleporter drüber laufen. Und das geht nur, wenn dahinter so viel Platz ist, dass wir praktisch drüber laufen können. Ich guck mal kurz, ob ich die Linie ein bisschen editieren kann. Was ist das nochmal? Ach, Edit. Einfach hier. So. Adam, wir schieben das Ganze einfach mal ein bisschen direkt hier zum Anfang. So sollte reichen. So, das Gleiche machen wir jetzt hier überall. Jetzt haben wir hier hinter immer ein bisschen mehr Platz. Das muss man ja natürlich, wenn man selber Maps erstellt, muss man das natürlich immer gucken, wie man das so designt, dass es dann natürlich aber natürlich dann dementsprechend passt. Hier geht es erstmal nur um die reine Systematik als solches, damit ihr wisst, wie das halt an sich funktioniert. So, jetzt ist da hinten immer ein bisschen mehr Platz, weil das Problem ist halt, hier ist eine Kante. Da sieht man, hier ist oben und da ist hier unten. Heißt also, man kann nur bis da hinten laufen. Und da man selber immer ein bisschen groß ist, heißt, wenn man bis hier läuft, hat man damit diese Linie immerhin schon übertreten. So. Badam, jetzt sind wir in Etage 0. Und jetzt können wir wunderbar... Habe ich etwas falsch eingestellt? Ach ja, ich glaube, ich weiß, was ist. Es ist nicht begehbar. Kann das sein? Nee, doch, ist eigentlich begehbar. Geblockt wird da nichts. Weil normalerweise, wenn man hier eine Linie hat, dann ist es natürlich undurchgehbar. Die Frage ist nur, warum ist das hier undurchgehbar? Ich probiere mal ganz kurz was aus, Interactive, weil ich habe privat früher immer mit dem gearbeitet. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob das funktioniert. Auch nicht. Hä? Okay. Oder ist einfach noch wirklich noch zu wenig Platz? Also dieses Interactive und das Klassische mit dem Portal scheint wohl doch das Gleiche zu sein. Dementsprechend können wir hier auch wieder die 1 setzen. Ich guck mal gerade, wenn wir das Ganze, diese Linie hier noch ein bisschen weiter verschieben. Wow, das war falsch. Diese Linie hier noch ein bisschen weiter verschieben. Hätte das Treppenhaus ein bisschen größer machen sollen. So, das wird jetzt so ein bisschen scheiße aussehen. Aber wir probieren es mal, ob es jetzt funktioniert. Ja, lag wirklich daran. Okay. Also es war einfach immer noch zu wenig Platz dahinter. Das ist ja ein Bullshit. Jutchen. Wissen wir das ja jetzt? So, wir brauchen also nochmal ein bisschen mehr Platz. Dann
So. Gott, ist der Spielcharakter dick. Der ist ja fast so dick wie ich. Gut. Einmal gespeichert und sollte es jetzt funktionieren. So, jetzt sind wir in 0. Jetzt sind wir in 1. Stockert hier aber immer noch ein bisschen. Okay. Muss ich mal gucken, woran das liegt. Aber ihr merkt schon, an sich funktioniert das. Ich werde mal doch alle Linien auf diesen anderen Teleporter setzen, auf diesen Interactive, weil ich habe früher mit dem gearbeitet und mit dem hat es wunderbar funktioniert. Deswegen weiß ich gerade nicht, was der hier von mir will, ne? Mein kleiner, süßer Freund. Perzen und... Gott, Alter. Wir gehen mal bei allen auf Interactive. Nein. Interactive. So. Alles schön gespeichert. Jetzt probieren wir das Ganze einfach mal nochmal. Achso, halt. Ja, mit dem Fuß jetzt wunderbar. Ja. Absolut kein Problem. So, jetzt sind wir in 3 und jetzt sind wir in... Ne, jetzt sind wir 3. Gerade eben waren wir in 2, oder? Ja, genau. Nummer 2. Und wir sind in Nummer 3. Tada! Und weiter geht's nicht. Und damit können wir jetzt praktisch endgültig das machen, was halt normalerweise Vanilla gar nicht geht. Und zwar Räume über anderen Räumen machen. So, und wie wir hier an der Map sehen können, bewegen wir uns dabei immer von einem Raum in den nächsten. Bap. Scheint immer noch ein bisschen zu springen. Und jetzt sind wir ganz unten. Und weiter nach unten geht's nicht. Oh. Das so viel zu dem Raum über Raum. Und wie man das Ganze implementiert. Wie gesagt, das geht wunderbar mit diesem Teleporter. Man muss halt immer nur dran denken, dass man hinter einem Teleporter immer Platz braucht, um durchgehen zu können. Und dass wenn man Teleporter hat, die auf unterschiedlicher Höhe sind, dass man dann einen Anker setzen muss, dass man praktisch der oder das Ziel gezerrt wird auf die aktuelle Ebene. Dafür ist praktisch dieser Anker. Das war ja bei diesen Poly-Objekten genau gleich. Da hat man ja praktisch auch einen Fixpunkt gesetzt und genau so kann man sich das hier auch vorstellen. Nur halt bezogen auf die Höhe. So. Dann würde ich mal sagen, das war's soweit. Ja. Würde ich mal sagen. Oh, wieso wird das hier nicht angezeigt? Ist doch eigentlich. Hat noch nicht aktualisiert. Na gut. Ja. Gut, und im nächsten Video machen wir dann mal ein paar Spielereien, die man so machen kann. Das war jetzt ja hier eher praktisch. Und in dem nächsten Video gehen wir dann ein bisschen spielerisch ran. Also sowas wie Zauberwürfel. Kennt man ja. So. Ich glaube, das wird auch das nächste Video in der Serie gewesen sein. Weil halt hier erstmal ein bisschen Hintergrundwissen noch vermittelt wurde. Ja, sehen wir uns dann gleich wieder.